Darf ich vorstellen, meine Frau Colette? Es freut mich sehr. Du bist mit einem Literaturunternehmer verheiratet. Und du mit einem Mädchen vom Lande ohne Mitgift. Wir sind verdammt, Liebling. Ich möchte an allem teilhaben und nicht wie eine kleine Hausfrau behandelt werden. Du wirst an allem teilhaben. Versprochen. Willi ist eine Marke. Wir haben Geschichten von Willi, Musikrezensionen von Willi. Jetzt kommt Willis erster Roman. Und wer wird diesen Roman schreiben? Mein Name ist Claudine. Ich lebe in Montigny. Hier werde ich aller Voraussicht nach nicht sterben. Das ist gut. Offenbar wurde Willi teilweise von ihrer Schulzeit inspiriert. Schreib! Willi, du Mistkerl! Ja, ich denke, eine Kleinigkeit habe ich beigetragen. Ein wahres Phänomen. Es ist in aller Munde. Mein Plan ist es, Claudine zum berühmtesten Mädchen Frankreichs zu machen. Willi, ihr Buch wird die Welt verändern! Claudine! Claudine! Sag mir, wie viele Menschen in diesem Park hier lesen gerade Claudine in Paris? Wer erobert mein Herz im Sturm? Es wird nun mal gern getratscht. Seit wann hältst du Skandale für etwas Schlechtes? Wem habe ich ewige Treue geschworen? Sie haben all den jungen Mädchen eine Stimme gegeben. Willi hat das, meinen Sie? Claudine, Claudine, Claudine! Ich meine, Sie haben das. Sie sollten sich dazu bekennen. Wahre Claudine. Ich werde damit weitermachen, weil ich es möchte. Die Hand, die die Feder hält, schreibt Geschichte.